Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Witcher 3. Beim letzten Mal waren wir kurz vor einer sehr interessanten Person stehen geblieben, und zwar den blutigen Baron. Blutiger roter Baron? Ne, blutiger Baron, glaube ich nur. Bevor wir da hingehen, weil ich es vor kurzem gesehen habe, Netflix hat eine neue Witcher-Serie, die kann ich sehr empfehlen, falls ihr noch ein bisschen mehr in das Thema einsteigen wollt. Da geht es darum, wie es zum ersten Hexer kam. Also sehr interessant vielleicht, generell auch die andere Netflix-Serie über Witcher, kann ich beide sehr empfehlen. So, ich dachte, wir müssen ins Gebäude, aber das ist anscheinend falsch. Wir müssen nach da draußen. In Vysima, das waren Bälle. Annie und ich haben einige mitgemacht, wie wir tanzten und uns drehten. Oh! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Genug. Egal, wie du es anstellst. Die Lieferungen müssen wöchentlich erfolgen. Bleibt dir nicht zum Tee? Nein. Du hast noch einen anderen Gast. Sieh einer an. Bleiben nicht mal zum Tee. Faseln über Kultur, aber haben keine Ahnung davon. Ja, da gibt es ein paar. Es ist nur Geplapper. Ich bin nicht zum Reden gekommen. Ich bin nicht zum Reden. Beides ist irgendwie keine nette Antwort. Gehen wir mit dem Oberen. Gerüchte sind in Wahrheit meist haltlos. Insbesondere solche über Fremde. Da hast du recht. Ich weiß, wer du bist. Und ich weiß auch, warum du hier bist. Wir reden drinnen. Fühl dich wie zu Hause. So, wo ist der verdammte Wodka? Ah, da ist er ja. Ein Schlückchen? Ja, wir nehmen mal ein. Ich fand's gerade sehr lustig. Fühl dich wie zu Hause. In dem Moment looten wir erstmal alles leer. So bin ich und so fühle ich mich gerne zu Hause. Warum nicht? Ganz nach meinem Geschmack. Nach Voltests Tod und Nathalies Verschwinden. Verdammt, auf welche anständigen Temeria kann man heute noch trinken? Trinken wir auf uns. Warum nicht? Nun zur Sache. Ich bin Philipp Strenger. Doch in den Dörfern hier nennt man mich den blutigen Baron. Geralt von Riva. In den Dörfern nennen sie mich den Schlechter von Blaviken. Ich sagte doch schon, ich weiß, wer du bist. Das ist auch der einzige Grund für unser Gespräch. Gefällt es dir in Velen? Naja, der schönste Ort ist es nicht, an dem ich bis jetzt war. Es ist grauenvoll, ein toller Ort, kommt zum Punkt. Also bevor ich sage, ein toller Ort, ist es eher ein grausamer Ort. Da hingen immer ein paar Leute ab. Ja, nee. Nein, überall Sümpfe, Moore und Schlamm. Ganz genau. Wenn hier jemand vom Weg abkommt, findet man ihn kaum wieder. Worauf willst du hinaus? Viele haben hier ihre Liebsten verloren. Manche ihre Frauen, andere ihre Töchter. Aber ich weiß immer noch nicht, worauf du hinaus willst. Komm endlich zur Sache. Ciri, ihretwegen bist du gekommen, richtig? Sie war also hier. Sie kam vor einiger Zeit hierher, erschöpft, verwundet und stank wie ein nasser Hund nach einer Jagd. Wie ich erfuhr, kam sie aus dem Sumpf. Sie sagte, Monster aus dem Wald hätten sie vor dem Dorf angegriffen.
Ja, und jetzt etwas ganz Besonderes. Wir dürfen ein, zwei Mal in diesem Spiel mit Cirilla spielen. Wenn du als Cirilla spielst, hast du keinen Zugriff auf dein Inventar und kannst keine Zeichen wirken. Ja, Ciri ist ja kein richtiger Hexer. Aber so können wir ihre Geschichte auch ein wenig erleben. Und das finde ich echt cool. Ich glaube, das Looten bringt nichts. Funktioniert auch nicht mit Mod. Naja, dann laufen wir mal durch, weil wie gesagt, ich glaube, das bringt nichts. Ciri hat nur ein Schwert? Eine Stahlwaffe? Warum hat sie kein Silberschwert? Ja. Achso, wow. Ich hab... Das muss ich jetzt gerade erklären. Ich habe die ganze Zeit Älteren gespielt und gerade wollte ich auch mit den Attacken angreifen auf dem Controller. Deswegen war ich gerade so ein bisschen planlos, aber die Steuerung funktioniert ja hier anders. Naja, schön, ein paar Wölfe haben wir abgeschlachtet. Kannst wieder runterkommen. Hallo. Hast du dich verirrt? Ein bisschen schon. Und du? Ja, ich glaube, wir haben uns auch ein bisschen verirrt. Ja. Aber auch nur ein bisschen. Du meinst, du weißt, wo es lang geht? Nicht ganz. Noch nicht. Aber zusammen finden wir den Weg bestimmt. Was ist dir denn passiert? Das? Ist gar nichts. Was machst du denn hier oder wo wohnst du? Ja, vielleicht weiß sie doch, wo es lang geht. Aber mich würde auch interessieren, was sie hier macht. Ich glaube, das interessiert mich sogar mehr. Wie bist du denn hierher gekommen? Mit meinem Vater. Ich sollte dem süßen Pfad folgen und essen, was ich mag. Er wollte warten. Also habe ich das gemacht. Aber dann wollte ich einen Schmetterling fangen und kam vom Weg ab. Warum den süßen Pfad folgen? Warum wollte dein Vater, dass du dem süßen Pfad folgst? Weil wir nichts mehr zum Frühstück hatten. Verstehe ich nicht. Ich war böse. Hab den Milchkrug zerbrochen. Deine Eltern waren wohl wütend. Mutter fand, ich sollte Haue kriegen. Aber Vater sagte, es gibt sowieso zu viele Mäuler zu stopfen. Mich zum süßen Pfad zu schicken, wäre die Lösung. Was ist eigentlich genau der süße Pfad? Du und dein Vater. Wann seid ihr aufgebrochen? Heute früh. Hat die Sonne euch das Gesicht oder den Rücken gewärmt? Den Rücken. Dann müssen wir nach Osten. Komm, ich bring dich heim. Und ich sag deinen Eltern, dass sie keine Kinder im Wald verlieren dürfen. Wir können nicht heim. Der Wolfskönig und sein Rudel. Der Wolfskönig? Wölfe haben keinen König. Diese schon. Hast du ihn gesehen? Ja. Naja, von hinter einem Baum. Er war riesig, mit großen Augen und Zähnen. Und er war schrecklich fürchterlich. Schau, was ich auf dem Rücken hab. Wölfe fürchten es. Könige auch. Komm. Ich helfe dir hoch. Na, dann schauen wir doch mal, ob wir einen Wolfskönig finden können. Und wie stark oder schwach der wird. Schnell, versteck dich. So, wir schlagen einfach drauf. Glaub bei Siri. Oh, ja, vielleicht doch nicht einfach drauf. Ist vielleicht doch nicht die beste Wahl. Aber wie viele Wölfe das hier auch sind. Ciri. Ciri. Mal ein bisschen Abstand gewinnen. Ah, wir regenerieren aber dauerhaft Leben. Sehr schön. Das ist ja mal. Kann ich die Fähigkeit auch bitte für Geralt haben? Und leider haben wir keinen besonderen Spell. Das würde ich irgendwie gerade feiern. Na komm. Weil, ja, es würde so einiges einfacher machen. Vor allem bei mehreren Gegnern. Zum Beispiel jetzt ein Igni schön wirken, aber
Man muss nehmen, was man kriegt, sage ich immer. So. Ist jetzt aber kein Wolfskönig dabei, oder? War keiner, glaube ich, stärker als der Rest. Das könnte nicht mal mein Vater. Ciris Geschichte, der Wolfskönig heißt die Quest. Komm. Kennen wir Ciris Vater? Ich glaube, der sagt mir gar nichts. Schau mal. Da ist etwas. Bleib hier. Geh nicht weiter. Aber... Nichts aber. Bleib hier. Ich muss mir was ansehen. Was macht ein Typ in einem Boot hier? Ich habe jetzt kein großes Gewässer wahrgenommen. Na, schauen wir uns mal die Augen an. Blut unterlaufen, aber noch feucht. Noch nicht lange tot. Lippen geöffnet, geschwollen. Zunge zerbissen. Große Schmerzen vor dem Tod. Oh. Brust zerschmettert, Lunge wohl von den Rippen durchbohrt. Etwas hat ihn gepackt und gegen den Baum geschmettert. Also etwas Starkes. Das Bein abgerissen? Nein, abgebissen. Oh, das ist furchtbar! Bleib da und sieh weg! Was ist das? Kein Mark mehr. Interessant. Ich fand's schön, wie sie gerade auch so gezappelt hat von Nervosität. Das sind so kleine Details, die, ja, würde nicht jedes Spiel machen. Mal sehen. Oh, die Leber ist weg. Warum wühlst du in seinem Bauch? Würdest du mal nach deinen Schnürsenkeln sehen? Ja, Ciri, ich weiß jetzt nicht, so Erzieherin vielleicht erstmal gerade nichts für sie. Den Wolfskönig gibt es wohl wirklich, aber er ist ein Werwolf. Was ist mit ihm passiert? Er hatte einen Unfall. Mhm, klar. Das war der Wolfskönig. Seit wann sind Kinder so schlau? Und was, wenn der Wolfskönig uns findet? Gute Frage. Ich habe kein Silber... aber kann Klingenöl machen. Öl? So wie wir es aus Rapssamen machen? Nein, ein viel spezielleres Öl. Aus Hundeteig, Wolfsbarn, Hundspetersilie und Wolfsleber. Wird dem Wolfskönig schlimme Schmerzen bereiten. Du bist klug. Woher weißt du so etwas? Von deinem Vater? Nein, von meinem Onkel. Onkel Wesemir. Ja, da hat sie aufgepasst. Damals in der Ausbildung. So, dann brauchen wir wahrscheinlich die ganzen Hundesachen. Zack. Oh, massakriert. Von einem etwas enormen Clown. Das ist ein Pferd. Ich dachte, das ist ein Wolf. Das nehmen wir mit. Dann nehmen wir das mit. Das erklärt auch, warum so viele Hunde hier sind. Wolfsbann sind dann wahrscheinlich Kräuter, oder? Wenn sie hier steht, dann haben wir sowas wie so einen Hexermodus? Nee. Dann haben wir hier aber eine Pflanze. Das war... Was war das? Keine Ahnung. Hundepetersilie brauchen wir auch. Hätte ich jetzt mal vorher die Kräuter gesammelt. Was haben wir hier? Ah ja. Wolfsbann. Hier haben wir wahrscheinlich irgendwas anderes. Na gut, wir gehen mal weiter. Die wird uns hoffentlich dahin bringen, wo wir hin müssen. Hier sind nochmal Wölfe. Ja, ich höre sie. Ups. Nein, das wollte ich. Nein. Wofür haben wir aber das Menü? Das weiß ich gar nicht mehr gerade. Na komm, ich will dich da vorne. So. Jetzt reicht's mir. Ja, weiß ich gar nicht mehr. Wird wahrscheinlich erst irgendwann relevant. Weil, wie gesagt, wir können ein-, zweimal mit Ciri spielen. So häufig ist es leider nicht. Man kann auch gleich nicht dann spontan wechseln, wie man möchte. Das wäre eine geile Funktion. So im Nachhinein.
passt zwar dann vielleicht nicht mehr ganz zur Story, aber gameplaymäßig wäre das, fände ich zumindest nice. Weil man hat so andere ja, Dinge, auf die man sich auch konzentrieren muss. Die hast du aber zugerichtet. Ja, ja. Da wird der Wolfskönig wütend sein. Ja, ich glaube, der Wolfskönig wird es bald nicht mehr mitbekommen, wenn er nicht langsam kommt. Kinder oft den Süßigkeiten hinterher? Sammel Wolfsbahn. Manchmal gehen sie auch selbst. Das ist noch Wolfsbahn, gell? Ja. Nein, warum auch? Ah, da haben wir es. Okay, so, schön. Jetzt habe ich alles. Fehlt nur noch ein Feuerplätzchen, wo ich das Öl in Ruhe herstellen kann. Was machst du da? Ich fette meine Klinge ein. So. Mal sehen, wie wirksam Onkel Wesemirs Rezepte sind. Ja, ich hoffe mal sehr, sonst haben wir ein Problem. Und zwar ein gewaltiges. Dann heißt es, die Beine in die Hand nehmen. Oder die Kleine vorschicken. Entschuldigung. Manchmal. Tut mir echt leid. Ich glaube, wir müssen da runter. Und dann gucken wir mal. Werwolf gegen Werwolf haben wir noch nicht gekämpft, glaube ich, oder? Ich glaube nicht mit Geralt. Naja, zum Glück brauchen wir dieses Öl mit Geralt nicht, sonst hätten wir wahrscheinlich häufig einen Mangel daran. Wir haben unser Silberschwert. Aber warum Ciri nicht zwei hat, wundert mich. Geh voran. Durch die Höhle? Ich war schon vor dir, renn mir halt nach. Ich dachte mir schon, dass das nach dahin geht. Hier haben wir nochmal Wolfsbann, aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Ich glaube einfach... Das Ganze hält so lange, wie wir es brauchen. Und dann heißt es jetzt, schnetzeln. Bisschen mal schauen. Hast du Angst? Und du? Nein. Dann habe ich auch keine. Hm. Ich aber. Was? Der Wolfskönig. Glaubst du mir jetzt? Ja. Versteck dich. Wer ist die Person? Und warum kann ich den nicht an mich sehen jetzt? So, zack, zack, da gibt's die Schläge. Ach, ich habe nur schnelle Angriffe hier mit Ciri. Das ist interessant. Ja gut, dann ist es gar kein Problem, weil da kannst du ja gar nicht groß verkacken hier. Was war das? Nimm mal auf. Mann, dem hast du's aber gegeben? Sowas habe ich noch nie gesehen. Gretka, du kannst rauskommen. Na komm! Ich dachte ja kurz, das wäre ihr Vater, ist es aber anscheinend nicht. Weil er wollte ja offiziell warten, hat sie gesagt, aber ich glaube nicht, dass er gewartet hat. Wir haben im Wald eine Leiche gefunden, er war wahrscheinlich sein Freund. Dein Glück, dass wir hier entlang gekommen sind. Im Wald hatte jemand weniger Glück. Das muss Jahren sein. Wir kamen aus Mittelhain, als das Vieh angriff. Ich konnte fliehen, aber Jahren... Die Kleine. Keine Details. Ich hätte aber gern mal nachgefragt, was er mit dem Boot hier macht. Das würde mich wirklich interessieren. Naja, wir müssen zum Dorf. Habt ihr Verbandszeug zu Hause? Und Branntwein? Leider habe ich ein, zwei Hiebe abgekriegt. Nein, Fräulein, doch mein Herr ist ein mächtiger Mann, der hilft dir bestimmt. Vielleicht belohnt er dich sogar für deine Tat. Na schön, bring uns zu deinem Herrn. Wen hast du denn da angeschleppt, Mann? Das ist nicht meine Tochter. Die Kleine auch nicht? Nein, verdammt. Ich kenne doch mein Kind.
Die große mag nicht deine sein, doch die Ähnlichkeit ist verblüffend. Also, was ist mit der Belohnung? Du wirst nicht einen beschissenen Kopper sehen. Verschwinde, sonst werde ich die Hunde loslassen. Na, schmeckt der Eintopf? Sehr gut, danke. Lange nichts gegessen. Offensichtlich. Schön, dass es dir schmeckt. Dann wartet ein Bad nach dem Essen. Und etwas Schlaf wäre auch nicht schlecht. Gretka kann im Winkel hinterm Herd schlafen. Und du im Gästezimmer gegenüber der Küche. Danke, ich... Psch, iss jetzt. Wir reden, wenn du ausgeruht bist. Ich befahl den Männern, sie zu bewachen und ließ sie schlafen. Und? Das erzähle ich dir ein andermal. Warum nicht jetzt? Wir sind jetzt da. Was ist mit dem Kind eigentlich passiert? Das kleine Mädchen, das mit Ciri herkam. Was ist mit ihr passiert? Gretka? Die ist wohlauf. Sie hilft in der Küche. Ciri hat mir von den Eltern und ihrer Entscheidung erzählt. Ich werde die Kleine nicht nach Hause schicken. Hier hat sie was zu essen und eine eigene warme Ecke. Es fehlt ihr an nichts. Und was ist mit Ciri? Hab ich dir schon gesagt. Darüber reden wir ein andermal. Mir oder generell fällt mir jetzt halt schon auf und ich denke den meisten. Der blutige Baron ist eine sehr interessante Figur. Auf der einen Seite ist er ziemlich liebevoll. Wenn man jetzt dran denkt, wie er Ciri und die Kleine aufgenommen hat, dass er sie nicht zurückschickt und so weiter. Aber gleichzeitig trägt er natürlich den Namen Blutiger Baron. Und andererseits, ja, würde ich sagen, hat er so Seiten, die dann doch schon sehr kühl wirken können. Darum ein sehr interessant geschriebener Charakter. Und wir werden noch zu einer Quest kommen, die für viele als die beste Quest in dem Spiel angesehen wird, wo man dann nochmal merken wird, was für ein tiefgründiger und cool geschriebener Charakter der ist. Aber ich will nicht zu viel davor wegnehmen. Aber rede doch bitte. Nein, du erzählst es mir jetzt. Los. Diese Schärfe. Hüte deine Zunge, Hexer. Wir sollten uns doch einigen, oder nicht? Ich weiß, was du willst. Sag's mir. Sag mir's. Es ist wichtig. Ja, ich denke, es hat mit seiner Tochter zu tun. Diese Information kriege ich wohl nicht umsonst. Kluger Kopf. Ich bedauere deinen Verlust. Doch meine Frau und meine Tochter sind auch verschollen. Hier ist mein Vorschlag. Finde meine Lieben und ich erzähle dir alles, was ich über dein Mädchen weiß. Warum sollte ich dir trauen? Gut, wir haben keine andere Möglichkeit gerade, um an Informationen über Ciri zu kommen, beziehungsweise keine bessere Spur. Wir haben noch die Spur im Sumpf, aber da wissen wir noch nicht, ob wir weiterkommen. Kann ich dir denn trauen? Welche Sicherheiten habe ich? Gar keine. Nur mein Wort. Ja, das ist das Problem. Und was passiert, wenn ich ablehnen würde? Und wenn ich ablehne, weil ich einfach nicht will? Du würdest mich hängen lassen? Nur zu. Ich lass dich dann auch hängen und wir sind zwei hilflose Hänger mit leeren Händen. Stell dir vor, es wäre deine eigene Tochter. Dann müsste es schnell gehen. Wache! Dieser Mann steht unter meinem Schutz. Niemand darf ihn belästigen. Klotz nicht so. Wachsen mir Hörner? Nimm's als Zeichen meines guten Willens. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie sind nach Neumond verschwunden. Wie von Schatten verschluckt. Was meinst du mit verschwunden? Genau das. Ich bin eines Morgens aufgewacht und sie waren weg.
Hat er nichts gemerkt? Hast du gesucht? Ja, wahrscheinlich. Hast du sie schon gesucht? Ich habe sofort Männer losgeschickt. Bodenbretter rausreißen, um versteckte Kornsäcke zu suchen, können sie wohl. Nach lebendigen Menschen suchen ist eine andere Sache. Außerdem, Velen besteht nur aus Sumpf und Wald. Nichts als Schlupfwinkel. Wenn man jemanden verstecken will, ist man hier goldrichtig. Ja, die Frage ist ja auch, wie lange sind sie schon weg, weil je nachdem können sie sich ja immer weiter entfernen. Vielleicht wurden sie entführt. Habt ihr Feinde? Höchstens taugenichtse und wütende Bauern. Niemand würde sich trauen, auch nur einen Finger gegen uns zu erheben. Wer das getan hätte, läge schon lange im Staub. Gab's was Ungewöhnliches, ehe sie verschwanden? Änderungen im Verhalten? Seltsame Aktionen? Ungewöhnlich? Nein. Ein paar Bauern klagten, dass eine Frau beim Brunnen von einer Bestie zerrissen wurde. Das war schon die zweite. Nichts Neues für Velen. Und meine Frauen? Anna war still wie immer. Tamara war mit ihrem Kram beschäftigt. Auch wie immer. Was denn für ein Kram? Dieser Ort muss schwierig sein, wenn es sonst keine Frauen gibt. Dieser Ort? Was soll das heißen? Es hat ihnen an nichts gefehlt. Fasan zum Abendessen, blaue Schleifen aus Toussaint, alles, was sie wollten. Ich dachte an deine Männer. Die haben deinen Frauen auch wirklich nicht zugesetzt? Sie sind allesamt Hurensöhne, aber sie wissen, was sich gehört. Sehe einer meiner Frauen auch nur schief an, würde ich ihn schlachten wie einen Hund. Aha. Interessanter Charakter, wie ich sagte. Ich muss noch viel mehr wissen. Kann ich ihre Zimmer sehen? Wozu? Ich brauche Hinweise, Anhaltspunkte. Ich lasse keinen Fremden an ihre Sachen. Soll ich sie finden oder nicht? Ja, schon. Dann lass mich dorthin. Gut. Aber ich gehe mit. Die Türen sind ohnehin verschlossen. Naja, dann gehen wir mal auf ihr Zimmer. Familienangelegenheiten. Haben wir hier alles mitgenommen, was wir jetzt könnten? Ja, es sieht gut aus. Schön gekleert. Ich habe mich wie zu Hause aufgehalten. Tiere, als sie noch klein war. Einmal sah sie einen Hirschkopf an der Wand. Und was fragte sie da? Keine Ahnung. Papa, ist der Rest vom Hirsch auf der anderen Seite? Stell dir das nur vor. So eine Trophäe. Finde ich jetzt aber eigentlich ganz cool. Was antut. Ich zieh ihm die Haut bei lebendigem Leib ab. Hier ist es. Verdammt, sie klemmt schon wieder. Unsere Schlafkammer. Tamaras Zimmer ist dort. Bring aber nichts durcheinander. Bei ihrer Rückkehr soll alles so sein, wie sie es verlassen haben. Nein, ich gebe mir Mühe. Erstmal looten wir alles. Oh. Entschuldigung. Ein Kerzenleuchter aus Holz. Der Schaft ist gebrochen. Okay, als Werkzeug dann vielleicht? Hier ist was. Die Wand sieht anders aus. Hier hing etwas. Hm. Das Bild, die Größe stimmt. Was denn für ein Bild? Geralt, weißt du was, was ich nicht weiß? Ich suche mal hier drin nach einem Bild. Schnittblumen. Er erwartet sie jederzeit zurück. Oder hofft es. Ja, anscheinend macht er sich wirklich Sorgen. Irgendwas muss es hier drin noch geben. Irgendwas habe ich übersehen. Ich tippe auf das Bild hier. Der Baron und seine Frau. Sie sehen glücklich aus. Was ist das? Ah, wer wohl das Loch verborgen hat? Und was auf der anderen Seite ist? Ja, dann zeig doch mal noch her. Es wird interessant. Das Holzstück sieht aus wie der Schaft eines Kerzenleuchters. Das ist kein Zufall. Hier könnte der Kampf stattgefunden haben.
Ich muss nach Hinweisen suchen. Kampf? Interessant. Geralt geht natürlich gleich von einer Schlacht. Oh, wobei. Tiefe Kerben. Geschlagen mit einem schweren Gegenstand. Entweder mehrfach oder auch einen mit mehreren möglichen Angriffspunkten. Der Rest des Leuchters. Und Weinflecken. Jemand hat eine Flasche zerschlagen. Aus Toussaint. Ja, Hervelus. Der Geruch ist noch da. Bin gespannt, wo er mich hinführt. Aha. Geralt, der alte Weinsommelier. Aber ich würde sagen, das machen wir das nächste Mal. Für den heutigen Part sind wir am Ende. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, er hat euch gefallen. Schaltet gerne im nächsten wieder ein. Bis dahin, habt eine wunderbare Zeit. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.